Ja, willkommen zurück zum letzten Modul in unserem PowerShell DSC fortgeschrittenen Kurs. Jetzt im Modul 5. Hier soll es uns jetzt um weiterführendes gehen, also einfach nochmal ein paar Sachen, die jetzt euch ein bisschen Denkanstoß geben sollen, was noch alles so mit DSC generell möglich ist. Wir haben es ja zum Abschluss vom letzten Modul schon kurz gesagt, was euch so ein bisschen erwartet. Stichwörter Nano, Azure, Linux, solche Geschichten. Ja, darum soll es eben jetzt hier gehen. Fangen wir vielleicht gleich mit dem ersten an, DSC und Nano. Was kannst du uns dazu erzählen? Ja, wir kennen ja, oder vielleicht der ein oder andere kennt ja bereits den Nano-Server aus Windows Server 2016. Und das ist eine neue Deployment-Möglichkeit letztendlich von Server 2016 mit sehr eingeschränkter Ressourcennutzung und eingeschränkten Nutzung auch was Programme angeht, weil zum Beispiel nicht die volle Common Language Runtime im Hintergrund läuft. Und ohne GUI, ohne einige andere Dinge und damit mit einem sehr geringen Footprint von wenigen 100 MB und auch vor allem sehr, sehr wenigen Updates, die notwendig sind, um diese Maschinen zu maintainen. Und natürlich ist DSC auch für Nano verfügbar. Im Rahmen von dem Nano-Server ist DSC ein optionales Paket, was ich innerhalb der Deployment-Phase, wenn ich die VLD erstelle, mit deployen kann in meinen Nano-Server, der letztendlich ausgerollt wird. Und sobald ich Nano halt ausgerollt habe, verknüpft er sich dann je nachdem, wie ich ihn vorher konfiguriert habe und wie ich das bisher eingestellt habe mit meinem DSC-Pull-Server. Und wie wir hier sehen, haben wir jetzt schon einige Einschränkungen. Und Es geht ja eigentlich sogar eher los, ne? Man muss ja eigentlich sogar sagen, ich brauche ja noch erstmal ein SA. Ne? Das ist richtig, ja schon der richtig. erste Punkt, ne? Also ganz wichtig, wenn ihr den Nano-Server einsetzen wollt, braucht ihr Active SA, Software Assurance, sonst dürft ihr das nicht. Ja, mit Licensing beschäftige ich mich hier jetzt nicht. Nein, genau. Abgesehen von den Licensing, Pricing und vielen anderen Einschränkungen, was Nano erstmal angeht, haben wir schon mal das Problem, dass viele Features überhaupt nicht existieren und manche nur teilweise implementiert sind. Zum Beispiel Debugging ist nur partiell implementiert, die Service und Group-Ressourcen sind nur partiell integriert. User gibt es, hat aber bisher null Funktion. Und deswegen steht ja auch in der Nicht-Verfügbar-Liste ganz lustig drin. Also abgesehen von den Features, was Dokumentverschlüsselung angeht, also asymmetrische Verschlüsselung mit Windows Server, was wir auch irgendwann schon angeguckt hatten, die Passwörter und so in den MOV-Dokumenten zu fair- und entschlüsseln und einen Pull-Server mit Nano zu betreiben, was ich persönlich eigentlich ganz cool finden würde, weil das ja kein Server ist, der jetzt irgendwie einen besonders großen Footprint eigentlich braucht. Und Webserver läuft ja auf Nano. Eben, eben, genau. Deswegen muss das wohl einfach noch konvertiert werden, die Anwendung. Und wie gesagt, deswegen steht ja auch der dritte Punkt drin, alles, was nicht als verfügbar gekennzeichnet wird. Und deswegen haben wir euch auch unten den Link reingepackt in der Präsentation. Und das ist halt wirklich so, dass viele, viele Dinge nicht funktionieren, vor allem Ressourcen, die nicht durchgetestet sind von Nano, wozu eigentlich alle Experimental gehören und vor allem alle Custom-Ressourcen. Das heißt, sobald ihr Custom-Ressourcen verwenden wollt oder welche mit einem X davor, am besten einmal einen Nano-Server aufsetzen, die Ressource mit allen Funktionen, die ihr benutzen wollt, durchtesten und gucken, ob auch wirklich alles funktioniert. Weil, wie gesagt, die Common Language Runtime im Hintergrund, auf der auch PowerShell unter anderem beruht, ist einfach nicht komplett implementiert aus verschiedenen Gründen und deswegen müssen auch nicht unbedingt alle Dinge funktionieren. Deswegen kann es auch zum Beispiel sein, dass manche Skriptressourcen nicht funktionieren, weil einfach die PowerShell-Commands, auf denen die beruhen, nicht verfügbar sind. Okay, ja. Ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, ne? Es geht ein bisschen was, aber noch bei weitem nicht alles. DSC auf Linux. Ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen. Microsoft hat sich in den letzten Jahren, Monaten, wie auch immer, ganz massiv dem ganzen Open Source, der ganzen Open Source Welt und der Linux Welt und so weiter geöffnet. Immer mehr Schnittstellen existieren, wo man einfach bisher nur für Microsoft Produkte gemachte Systeme auch gegen Linux Systeme einsetzen kann. PowerShell ist mittlerweile Open Source, ne? Genau. Und die DSC funktioniert eben jetzt auch bei Linux-Systemen. Natürlich muss man ja sagen, eingeschränkt, logisch. Also ihr dürft nicht erwarten, dass er den vollen Funktionsumfang, wie ihr ihn gegen einen Windows-Server bekommt, auch gegen Linux verwenden könnt. Was gibt es aber dann so generell noch dazu zu sagen? Erstmal muss ich sagen, ich habe mein falsches Notebook dabei, sonst wäre jetzt ein großer Microsoft Loves Linux-Aufkleber hinten drauf. Den habe ich auf einem meiner anderen Notebooks drauf. Aber nee, grundsätzlich ist ja ein Vorteil von Linux, dass ich eigentlich gar nicht so viele Ressourcen brauche, weil ein sehr, sehr großer Teil der Arbeiten lässt sich letztendlich mit dem Verändern von Konfigurationsdateien abändern. Und es gibt jetzt Ressourcen für den Linux-Server,
beziehungsweise für DSC und Linux, die verfügbar sind, mehrere Built-In, das sind ungefähr 10 Stück, glaube ich. Und da gehört zum Beispiel auch dazu, dass ich bestimmte Zeilendateien verändern kann, dass ich Dateien verändern kann, dass ich Services starten und stoppen kann, dass ich Prozesse bearbeiten kann. Also wirklich so Basisfunktionen. Aber wie gesagt, der große Unterschied zu Windows ist halt auch mit Linux, dass ich da von DSC-Seite aus gar nicht so viele Module brauche, um letztendlich einen sehr großen Teil der Management-Tätigkeiten durchzuführen. Was natürlich wichtig zu wissen ist, da DSC ja komplett auf der ZIM-Infrastruktur im Hintergrund aufbaut, baue ich natürlich auch irgendwie eine ZIM-Implementierung für Linux, was hier die Open Management Infrastructure, OMI ist, und muss diese erstmal installieren auf meinen Servern, damit der auch zur Verfügung steht. Und sobald ich das durchgeführt habe, kann ich auf den Betriebssystemen, die wir hier aufgelistet haben, also CentOS, Debian, Oracle, Red Hat, Enterprise Linux, also die ganzen Linux-Systeme, die Microsoft supportet mit seinen Tools oder auch auf Linux supportet, die sind hier eigentlich auch alle supportet, kann ich auf diesen anfangen, DSC für Linux zu benutzen. Genau. Und ich kann halt auch Konfiguration auf Linux benutzen. Auf Linux kompilieren. Das heißt, ich habe da auch die entsprechenden Möglichkeiten hinzu, habe da ein paar Tools für den Workflow. Es gibt natürlich noch ein paar Einschränkungen. Aber diese Einschränkungen sind auch wieder sehr gut dokumentiert eigentlich. Und es gibt eine sehr gute Übersichtsseite von Microsoft, wo man sich angucken kann, welche Ressourcen verfügbar sind und welche Einschränkungen ich aktuell mit Linux auf DSC habe. Ja, jetzt habt ihr also kurz gesehen, wie wir hier mit Linux arbeiten, und dann wollen wir auch schon wieder zurückkommen in die eigentliche Microsoft-Welt, und zwar in die bunte neue Welt der Cloud, nämlich mit dem Thema DSC on Azure oder DSC für Azure. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, eben jetzt hier diese Cloud-Welt mit einzusetzen. Erzähl uns doch einfach mal, was habe ich denn da für Möglichkeiten? Ja, der große Vorteil natürlich, wie auch bei vielen anderen Cloud-Diensten, ist, dass ich in Azure letztendlich mich wieder nicht um den Pull-Server kümmern muss, sondern dass ich letztendlich Pull-Server as a Service bekomme. Und wer schon mal Azure benutzt hat, oder dann sagt vielleicht dem einen oder anderen Azure Automation auch schon was. Das ist ja die große Automatisierungskomponente, in deren Kontext auch viele andere Services laufen, Azure Batch oder ähnliche Geschichten. Und in diesem Rahmen läuft halt auch Azure Desired State Configuration. Das heißt, ich habe letztendlich die Möglichkeit, Konfiguration zu bauen, in Azure zu kompilieren und auch in Azure auf den Pull Server as a Service sozusagen zu deployen. Und dann habe ich die Möglichkeit, mit Hilfe von den Azure DSC-Extensions in den virtuellen Maschinen mich an diesen Pull-Server ranzuhängen und mir die Konfiguration entsprechend aus Azure herauszuziehen. Okay. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und man natürlich mal überlegt, dass das ja so ein bisschen auch die Zukunft sein soll, dann wird es ja eigentlich fast schon langsam Zeit, ne, dass wir dann in dem Bereich immer mehr machen können. Was ist denn mit Einschränkungen? Du hast ja hier so ein paar Sachen, Genau, da geht ja einiges nicht, ne? wir haben jetzt ja aufgeschrieben, partielle und Composite Resources sind nicht supported. Composite Resources kann ich allerdings auch einfach so als DSC-Konfiguration importieren. Partielle Konfigurationen sind noch nicht supported, wird aber auch dann gearbeitet. Und es gibt noch einige andere Einschränkungen, natürlich gerade was so Pull-Server-Konfiguration angeht, weil ich da einfach keinen Zugriff drauf habe. Aber grundsätzlich wird einem das sehr, sehr bekannt vorkommen. Es sind einfach viele Einstellungen, die ich auf dem Pull-Server zum Beispiel mache oder die ich auch in diesen Meta-Konfigurationen mache, sind einfach ausgelagert worden in die GUI von Azure bzw. in PowerShell. Und also in eine Azure-Konfiguration letztendlich. Das heißt, wenn ich auch alleine eine Azure VM hinzufügen möchte zum DSC, bekomme ich diese ganzen Einstellungen, die ich vorher gesehen hatte, wie Refresh-Time und die Zeit, also die Zeit, die es dauert, bis die Konfigurationen entzogen werden und die Zeit, die es dauert, den Intervall, bis die erneuert werden, die Konfigurationen, das sind einfach alles GUI-Felder. Und da kann ich das letztendlich einstellen und einfach applyen und dann wird über diese Azure VM-Extension das letztendlich installiert. Und das geht sowohl, das ist ganz wichtig dabei nochmal, sich vor Augen zu führen, das geht sowohl für Azure VMs, für Windows und Linux, als aber auch für VMs in anderen Cloud-Services. Und am wichtigsten natürlich auch für VMs innerhalb meiner On-prem. On-Premise-Infrastruktur. Und damit habe ich schon die Möglichkeit, sehr zentral das Ganze zu steuern. Das ist natürlich wieder schön, weil ich dann wieder eine zentrale Stelle habe. Gerade in vielen Unternehmen, die mittlerweile Hybrid-Cloud-Umgebungen irgendwie haben, dann das Reporting zum Beispiel zu sammeln, dass ich wirklich in Azure reingehen kann, mir die Reports angucken kann und direkt analysieren kann, ob alle meine Knoten compliant sind, was es für Probleme gab und auch da zentral meine Konfiguration verwalten kann. Okay. Wir hatten es ja vorher schon gesagt, deswegen steht hier noch Unterschied in der Benennung. Unter anderem deswegen wurde ja diese Flexibilität eingeführt, der Benennung der einzelnen Konfigurationen mit PowerShell 5.1. Und
Wie gesagt, das ist nur einer der Unterschiede. Es gibt auch noch ein paar andere, wie die Konfigurationen benannt werden, wie einige Module benannt werden zum Beispiel. Aber das gucken wir uns am besten gleich auch in der Demo an. Okay, ja. Ansonsten vielleicht noch ganz wichtig eine Sache. Wir haben jetzt über sozusagen den Pull-Server als a Service gesprochen. Ihr bleibt natürlich trotzdem, das bleibt euch natürlich trotzdem belassen, innerhalb einer Azure VM euren völlig eigenen Pull-Server zu bauen, der natürlich dann zwar auf Azure läuft, aber der dann eben nicht den klassischen Einschränkungen eines Azure Pull-Servers sozusagen unterliegt. Gut, Na klar. das soll es auch schon an Theorie gewesen sein. Kommen wir zur Praxis. Schauen wir uns das Ganze nochmal in einer kleinen Demo entsprechend hier an. Viel Spaß dabei. Wir haben hier das Azure-Portal aktuell geöffnet und im Azure-Portal wurde bereits eine virtuelle Maschine angelegt mit dem Namen DSC-WS03. Diese virtuelle Maschine werden wir benutzen, um anhand dieser und des Automation-Accounts in Azure DSC kurz zu erläutern. Zunächst brauchen wir also zusätzlich zu der virtuellen Maschine noch einen sogenannten Automation-Account. Dieser Automation-Account ist letztendlich die Hülle um sehr viele Automatisierungsaufgaben innerhalb von Azure und bietet unter anderem auch den Teil Configuration Management an. Und der Teil Configuration Management ist auch der Teil, der die DSC-Funktion beinhaltet, das heißt die Konfiguration von DSC-Nodes, die Konfiguration, Verwaltung von DSC-Konfiguration, aber auch weitere auf DSC basierende Features. Die werden wir auch gleich noch sehen, die aktuell noch in Preview sind, aber auch später durchaus für den einen oder anderen interessant sein können. Wir warten jetzt noch kurz, bis der Automation-Account hier erstellt wurde. Und nachdem der Automation-Account fertig ist, sollte er hier direkt in unserer Resource Group auftauchen. In der Resource Group kann man schon sehen, dass hier schon einiges an Demo-Ressourcen zum Thema Desired State Configuration existiert. So, das hier ist die Übersicht des Automation Accounts. Hier sehen wir die verschiedenen Punkte, die ich gerade schon angesprochen hatte. Hauptsächlich wichtig für uns hier sind die DSC Nodes, Configurations und die Configuration Gallery hier einmal als Beispiel. Die ist noch gar nicht so alt. Hier haben wir mittlerweile sogar die Möglichkeit, DSC-Konfigurationen innerhalb einer Galerie, ähnlich der PowerShell Gallery, zu suchen. Und wie gesagt, es gibt noch weitere Features, Update Management, Change Tracking Inventory. Kann man sich alle gerne mal angucken, sind aktuell in Preview, sind aber alle sehr wichtig für den Teil Configuration Management. Was für uns außerdem noch wichtig ist, ist der Teil Modules, denn wenn wir weitere Module aus der PowerShell Gallery zum Beispiel benutzen, was bei komplexeren DSC-Konfigurationen sehr wahrscheinlich ist, dann wird man wahrscheinlich das ein oder andere Modul mit diesem X-Präfix benutzen. Die können wir hier auch direkt aus der PowerShell Gallery laden, was auf der einen Seite den Vorteil hat, dass wir die aktuelle Version bekommen und auf der anderen Seite auch den Vorteil hat, dass diese Ressourcen innerhalb von Azure geupdatet werden können. Das heißt, wenn eine neuere Version dieser Ressourcen zur Verfügung steht, hier in diesem Beispiel X Computer Management, wären wir direkt in der Lage, diese über das Azure Portal zu aktualisieren. Um uns jetzt unsere Demo weiter anzuschauen, nehmen wir uns ein für sehr einfaches, aber bekanntes DSC-Skript, das einfach nur dafür da ist, das Windows-Feature IIS zu installieren, also einen Webserver, und danach sicherstellt, dass der Service des Webservers auch vernünftig hochgekommen ist, beziehungsweise dass der Service überhaupt gestartet ist und in einem Running State. Und ich habe kurz die Schriftgröße erhöht. Jetzt können wir auch ein bisschen mehr erkennen. Hier sehen wir zunächst erst das Windows-Feature, die Windows-Feature-Instanz, dann darunter die Service-Instanz. Und mit diesen beiden Instanzen wird zum einen sichergestellt, dass das Windows-Feature IIS installiert ist und zum anderen sichergestellt, dass nach der Installation des Windows-Features auch der entsprechende Service gestartet ist. Und um so eine Konfiguration jetzt im Azure-Portal hochzuladen, ist es wichtig, die zu wissen, wo diese liegt und diese entsprechend auszuwählen. Das ist eigentlich alles. Wir werden jetzt sehen, es wird ein kleines Problem hierbei geben. Dieses Problem ist sehr ähnlich dem Problem, was es auch on-premise gibt. Wir haben nämlich eben gesehen, unsere Konfiguration hatte gar nicht einen anderen Namen als den Dateinamen. Und jetzt sagt Azure uns natürlich,
Er kann das nicht kompilieren, weil der Dateiname dem Configuration-Namen MVAIS nichts ähnlich ist. Sprich, die Datei heißt MVAIS, unsere Configuration heißt aber Demo-Website. Das heißt, wir speichern uns kurz die Datei MVAIS als Demo-Website ab und achten dann in Zukunft darauf, dass auch unsere ganzen DSC-Konfigurationen so heißen, wie die Konfigurationen in den Dateien auch benannt sind. Also in diesem Fall Demo-Webseite. So, nachdem wir das jetzt umbenannt haben, können wir direkt die Demo-Webseite auch hier hochladen wieder mit dem richtigen Namen und drücken hier kurz auf OK. Und sobald diese Datei hochgeladen wurde, was nur einen Bruchteil einer Sekunde dauert, taucht auf einmal unter DSC Configurations unsere gerade hochgeladene Datei auf und die entsprechende Konfiguration. Was wir jetzt machen müssen, um diese DSC-Konfiguration nutzen zu können, ist erstmal, wir müssen sie kompilieren. Das muss man sich vorstellen, wie der Kompilierungsvorgang im On-Premise-Bereich, sprich die Umwandlung in eine MOV-Datei. Dasselbe passiert hier auch. Und was Azure in diesem Schritt tut, er ist eigentlich genau der gleiche Prozess wie das Generieren einer MOV-Datei. Nämlich es wird geguckt, sind alle Dependencies da, sind die Inputs da, sind die Outputs da, es wird versucht zu kompilieren. Und wir sehen hier im Portal dann die entsprechenden Inputs und Outputs, soweit es welche gab, aber eben auch die Errors und für sämtliche Logs, die hier aufgetreten sind. Wir aktualisieren das jetzt einmal manuell und springen hier im Video einen kurzen Moment, weil das ein wenig dauert. Und wir können nach einer kurzen Aktualisierung im Portal jetzt sehen, dass der Kompilierungsvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Das sehen wir hier oben unter State Completed. Zunächst mit zwei Warnungen, die aber nicht weiter uns beängstigen müssen. Das sind einfach nur Standardwarnungen, die auftreten, wenn wir eine Konfiguration dieser Form hochladen. Und wir sehen jetzt eine neue Node Configuration. Diese Node Configuration ist exakt die MOV-Datei, wenn man es auf das On-Premise-Umfeld mappen möchte. Und diese MOV-Datei steht jetzt hier zur Verfügung. Und um diese MOV-Datei an eine Maschine zu schicken, müssen wir natürlich erstmal eine Maschine hinzufügen. Das geht ganz einfach über diesen Add Node-Button hier oben. Und hier können wir jetzt einfach unsere Maschine auswählen aus allen vorhandenen virtuellen Maschinen in Azure. Können einfach sagen Connect. Und haben hier genau die gleichen Einstellungen, die wir auch sonst haben, wenn wir einen Knoten an einen Pulse-Server verbinden. Das heißt, wir haben die Refresh-Frequency, die Configuration-Mode-Frequency und wir können Parameter festsetzen, wie ob der Node neu starten soll, wenn ein Neustart erwünscht ist und nach dem Neustart, ob entsprechend die Konfiguration weitergehen soll. Ich setze hier gerne den Haken Reboot. Das wäre wahrscheinlich bei Produktionsmaschinen eher nicht zu empfehlen. Das kommt ganz auf den Prozess an, den man im Hintergrund etabliert hat. Nachdem wir diese Maschine jetzt hinzugefügt haben, können wir uns jetzt angucken, was im Hintergrund eigentlich passiert. Was Azure nämlich macht, ist hier eine sogenannte Script-Extension der virtuellen Maschine hinzuzufügen. Diese Script-Extension heißt Microsoft.PowerShell.dsc und ist jetzt aktuell noch im Unavailable State, aber hier schon sichtbar. Und wir warten jetzt einfach kurz, bis die entsprechend verbunden ist. Ich glaube, wir sollten hier mal kurz springen im Video. Und sobald die Maschine verbunden ist, können wir auch den neueren Start auf der VM-Extension sehen. Wir sehen jetzt hier, alle unsere Einstellungen wurden erfolgreich angewendet. Gehen nochmal zurück zu der virtuellen Maschine und gucken uns an, ob die Extension auch erfolgreich angewendet wurde. Dazu müssen wir einmal noch das Azure-Portal neu laden. Und sobald das Portal neu geladen ist, werden wir auch sehen, dass wir deutlich mehr Informationen haben, genau. Und sehen hier gleich, okay, Provisioning succeeded und PowerShell DSC mit den entsprechenden Informationen, denen uns hier die Script-Extension zurückgibt. Und damit sind wir auch schon fast am Ende. Wir gucken uns jetzt noch ganz kurz an, ob die Konfiguration auch korrekt angewendet wurde. Dafür klicken wir noch einmal auf unseren Host drauf, auf den diese angewendet wurde, und gucken uns hier rechts an, ob auch die Ressourcen alle da sind. Hier können wir noch Detailinformationen bekommen, indem wir da draufklicken und sehen direkt, okay, hier wurde der IIS erfolgreich installiert, hier wurde W3 SVC erfolgreich gestartet. Und
Was wir jetzt nur noch machen können, ist uns noch einmal genauer anzugucken, ob das auch wirklich auf der Maschine so war. Dazu loggen wir uns einmal ganz kurz auf der Maschine ein, machen einmal Autocomplete für die Credentials und schauen uns tatsächlich an, ob auch das Windows IIS-Feature hier erfolgreich installiert wurde. Wir sehen schon hier, dass der erste Logon auf der Maschine, also die Maschine ist wirklich brandneu und wurde eben erst aus der Gallery ausgerollt. Dann gucken wir uns einmal den Server Manager an. Und hier sollte eigentlich im Server Manager schon direkt der Knoten IIS mit auftauchen. Dann wissen wir schon, dass das IIS-Feature hier installiert wurde. Und da ist auch schon der Knoten IIS. Wunderbar. Und um jetzt zu sehen, ob auch der Service wirklich gestartet wurde, gehen wir hier noch einmal zurück in die Services rein. Dazu machen wir einmal die Services-Konsole auf mit services.msc und suchen einmal nach dem W3 SVC Service. Der heißt auch The World Wide Web Publishing Service. Und wenn wir hier noch ein bisschen weiter runter scrollen, sollte er auch gleich kommen. Genau da. Und wir sehen auch, er ist gestartet, er ist auf Running. Und damit haben wir letztendlich gesehen, dass alle die Einstellungen, die wir in unserer DSC-Konfiguration getätigt haben, auch umgesetzt wurden. Was wir uns jetzt noch ganz kurz angucken, ist, was wir hier noch für erweiterte Möglichkeiten mit diesem einen Knoten haben. Wir haben nämlich auch innerhalb des Automation Accounts auch die Möglichkeit, hier eine neue Konfiguration nachträglich zuzuordnen und können hier eine weitere kompilierte Konfiguration diesem Host zuordnen. Aber da wir jetzt am Ende unserer Demo sind, deregistrieren wir jetzt noch unseren Knoten hier und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Demo und bis zum nächsten Slide. Ja, da sind wir wieder zurück nach der Demo und dann geht es gleich direkt weiter mit dem letzten Stückchen Theorie sozusagen. Und zwar mal mit dem Thema, was ist sozusagen ganz neu in PowerShell bzw. WMF 5.1. Ein Punkt, den hast du vorhin schon angesprochen in dem Modul Sicherheit, das Thema TLS, ne, ganz wichtiger Punkt. Die Schwachstellen in den alten TLS-Systemen, die zwingen quasi dazu, hier auf ein neues System zu setzen und das wird eben jetzt mit dem 5.1 auch entsprechend sauber supported. Was haben wir noch an Neuerungen? Ja, wir haben halt die Namenskonvention, die wir jetzt auch schon öfter angesprochen hatten, die unter anderem wegen der hybriden Lösung mit Azure DSC eingebaut wurde, haben die Möglichkeit jetzt die Composite-Ressourcen, die du ja vorher schon vorgeführt hattest, jetzt auch mit den PSDSC Run As Credentials, also einfach mit Service Accounts zum Beispiel im Service Account Kontext konfigurieren zu können. Und wir haben, was wir uns auch schon angeguckt haben, die Signierung von DSC-Modulen und Konfigurationen, um einfach da sicherzustellen, dass diese nicht manipuliert wurden und dass sie wirklich daher kommen, wo sie auch herkommen sollen. Okay. Ja, also auf jeden Fall jede Menge Neuerungen, die es wert sind, mal genau anzugucken. Gerade im Bereich Sicherheit unglaublich viel passiert. Ich glaube, das ist auch ein deutliches Zeichen, dass Microsoft da erkannt hat, dass es da noch einiges zu tun gab. Und denke, es bleibt einfach weiterhin spannend, was da die Zukunft bringen mag. Schauen wir einmal, was uns da in den nächsten Wochen, Monaten noch so unter die Füße kommt. Wer weiß, vielleicht bauen wir mal noch einen neuen Kurs dann irgendwann zu den Neuerungen in PowerShell 5. irgendwas oder 6 oder wie auch immer es dann mal heißen möge. Ja, damit sind wir durch. Das ist sozusagen das Ende vom zweiten Kurs. Habt euch tapfer durch die 5 Module durchgekämpft, ne? Ja, ich hoffe, alle konnten irgendwie ein bisschen was mitnehmen, gerade jetzt mit dem letzten Modul nochmal ein bisschen Anregung haben, um ein bisschen was auszuprobieren und natürlich wie immer, ne, einfach hinsetzen, ausprobieren. Am besten lernt man, wenn man einfach nach dem Prinzip Learning by Doing vorangeht und das gilt genauso für PowerShell wie auch für DSC. Deswegen einfach alles, was euch interessiert, in die Hand nehmen, ausprobieren und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Genau. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Kurs. Tschüss.